Grüße in die Runde, direkt vom Wasser. Heute geht's auf Hecht. Wir probieren es mit der Fliegenrute. Robert will seinen ersten Hecht mit der Fliege fangen. Ob das von Erfolg gekrönt ist, seht ihr im folgenden Video. Robert haut sich erstmal was hinter die Kiemen. Gestärkt geht es dann in Kürze wieder ans Werk. Bis jetzt haben wir ein paar Bisse. Zwei Hechte. Mission Robert fängt heute den Hecht mit der Fliege. Ist noch nicht beendet. Kriegen wir noch hin. Neuer Streamer mit scharfem Haken. Jetzt kann es ja nur vorwärts gehen. Zu meinem Setup. Ich habe für Hecht hier zwei 10er Ruten am Start mit entsprechend dimensionierter Rolle und Schnur. Die Schnur, die ich hier in Verwendung habe, hat einen Sink-3-Kopf. Das heißt, die geht 3 Inch pro Sekunde unter. Das entspricht ungefähr 7,5 bis 8,5 cm einer Sekunde. Boah, Robert hat seinen ersten Hecht auf Fliege im Drill. Da muss ich jetzt mal ein bisschen hinsprinten. Ja, das sieht ganz gut aus. Stark. Richtig gut, Robert. Jawohl! Ey, geil! Sehr geil. Der erste mit der Fliegenrute, Junge. Sehr geil. Sehr geil. Bam. Yeah, es hat geklappt. Robert hat seinen ersten Hecht mit der Fliege gefangen. Super geil. Gab 2, 3 Fehlbisse vorher. Aber das hat natürlich die Motivation aufrechterhalten und zum Schluss ist dann doch einer hängen geblieben. Ist ganz schön schwierig heute, die Fische beißen sehr spitz. Also es ist mehr so ein Verbeißen statt ein Fressen und das macht es halt besonders schwierig. Aber es hat geklappt, super geil. Ja, der Tag ist jetzt schon von Erfolg gekrönt. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was.
gebe zu, es ist bereits die dritte. Aber mit Wind und Welle braucht man Energie. Sein. Die müssen einfach nur Spaß machen. Jawohl. Ist das mal geil? Robert mit seinem zweiten Hecht. Eigentlich wollten wir nur so eine Zwischenszene mal drehen und da steigt er dann direkt ein. Perfekt. Absolut perfekt. Wenn es läuft, frequenztechnisch gar nicht so doll, aber es macht einfach nur Spaß. Und das ist doch das Wichtigste beim Angeln. So, Robert probiert in Führung zu gehen, auch wenn er schummelt. Oh ja, da hat er einen guten Hecht dran. Ja. It's Grubster Party, my boy. Komm her, Gabi. Sitzt, Junge, abgehakt. Perfektes Timing. Naja. Ja, doch. Schöner Hecht. Ich sag mal so 75. Ein Hoch auf Force Fin Flossen. Die Strecke, die ich heute zurückgelegt habe, ohne diese Flossen, die wäre eine Tortur gewesen. Klare Empfehlung meinerseits, sind ein bisschen teurer, aber wer billig kauft, kauft zweimal. Letzter Wurf. Dann soll der Tag erledigt sein. Stunden auf dem Wasser, 9 Hechte. Robert hat mich heute nass gemacht, aber noch viel geiler ist, er hat seinen ersten Hecht mit der Fliege gefangen und es war ja auch nicht der einzige. Nee, letztendlich waren es dann 4. 4 Hechte mit der Fliege, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das macht echt Spaß. Ist mit Schmerz verbunden zum Anfang auf alle Fälle, aber echt schönes Angeln. Der sportliche Charakter, der und kommt den Lehrer und den Lehrer geschlagen. Den Lehrer geschlagen. Touché, ne? Da habe ich heute keinen Stich gesehen. Zeigt aber auch, dass es alles kein Hexenwerk. Ja? Und der sportliche Charakter, der kommt da richtig zur Geltung. Ja? Robert seinen Tennisarm, da wird er noch ein paar Tage was von haben. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ja? Und ja, da bleiben wir am Ball. Ich freue mich. Auf alle Fälle. Also. Viel Spaß euch. Bis dann und Petri Heil.